Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Mad Games Tycoon und mein Let's Play dazu. Im ersten Video habe ich ja mal so grundlegende Sachen erklärt. Jetzt möchte ich euch auch noch zeigen, es gibt sogar eine Bank. Da kann man sich sogar Geld aufnehmen. Und zwar habe ich ein Kreditlimit von 1 Million. Das Problem mit Krediten ist halt immer so, wenn ich Kredite höre, dann stellt es mir eigentlich die Haare auf, weil Kredite einfach für mich, natürlich bekommt man schnell Geld und natürlich weiß ich, dass man, wenn man ein Unternehmen hat und so, wenn man einen guten Plan hat, dann kann man sich natürlich auch Kredite aufnehmen. Aber ich als Privatperson, bin da eigentlich immer ein bisschen abgeneigt davon, jeweilige Kredite eben aufzunehmen. Und ja. Somit möchte ich auch in diesem Spiel eigentlich keine Kredite aufnehmen. Ich möchte das irgendwie so mit Auftragsarbeit, vielleicht mit einer Engine, die ich verkaufe, oder mehrere Engines, die ich dann mache, mich über Wasser halten. Nächste Auftragsarbeit erledigt. Plattformen kann ich euch leider Gottes nicht sagen, aber ihr seht oben immer so eingeblendet die aktuellsten Plattformen, was rauskommen, die Plattformen, die eingestampft werden. Und wie gesagt, ich habe das zufällig eingestellt, also es ist nicht zeitgemäß, also real life zeitgemäß. Also eine PlayStation wird nicht so gut sein, wie sie wirklich war wahrscheinlich, beziehungsweise ich weiß es nicht, und das ist ja eben das Schöne daran. Jetzt warten wir noch auf die Wirtschaftssimulation, die mein Kollege eigentlich schon längst fertig haben sollte, aber der ist mit seiner Geschwindigkeit und mit dem Arbeitswillen ein bisschen hinten an, aber er wird mir im Laufe der Zeit noch ziemlich wichtig werden. So. Endlich! Jawohl! Du hast das erste Genre erforscht. Wir sollten versuchen, Genres zu mixen, um etwas Neues für die Spieler zu erschaffen. Untergenre steht jetzt zur Verfügung. Das bedeutet, man kann jetzt wenn man ein Spiel entwickeln, Untergenre hinzufügen. Wie zum Beispiel Landwirtschaftssimulator ist eine Simulation mit einem wirtschaftlichen Faktor dabei. Sowas in diese Richtung, ne? Simultrans, das was wir da machen werden, ist eine Wirtschaftssimulation mit einem Aufbaufaktor. Mit einem Aufbauuntergenre sozusagen. Bedeutet, wir brauchen als nächstes Genre dann Aufbau irgendwas. Aber zuerst müssen wir eine Engine bauen. Da machen wir die HX1.0 für die Wirtschaftssimulation. Und ich würde sagen, Scrolling nehmen wir nicht hinzu. Wir machen jetzt einfach nur die Wirtschaftssimulation. Und schauen, welche Features wir hinzunehmen können, was wichtig ist. Denn für eine Wirtschaftssimulation ist es nicht, also man braucht diese Technik zum Beispiel gar nicht, würde ich jetzt mal sagen. Und zwar erlaubt es, bewegte Objekte auf dem Bildschirm darzustellen, wie zum Beispiel eine Spielfigur oder den Gegner. Wobei, eigentlich brauchte man das schon, oder? Joystick. Ich habe noch nie eine Wirtschaftssimulation mit einem Joystick bedient. Das könnte man dann doch irgendwie sagen, dass man es hinzunimmt. Aber wichtig wäre jetzt mal ein PC-Musik, PC-Speaker. Genau. Dann bessere Grafiken und so wären vielleicht dann auch ein bisschen optimaler. Und dann fängt das Ganze schon langsam an, Gestalt anzunehmen.
Jetzt bräuchten wir halt wieder ein paar gute Auftragsarbeiten, um unsere Finanzen aufzubessern, damit wir dann, wenn wir die Engine haben, endlich unser eigenes Spiel auf wirtschaftlicher Basis sozusagen entwickeln können. Künstliche Intelligenz wäre vielleicht auch interessant, wenn man sozusagen automatische Gegner spawnen würde. Das bedeutet, dass ein zweites Transportunternehmen sozusagen computergesteuert auftauchen würde, das eben eine Konkurrenz darstellt. Wäre auch interessant. So. HX1.0 wäre sozusagen im Kasten und programmiert. Sportspiel wäre als Genre verfügbar. Brauche ich aber momentan nicht. Ich meine, ich könnte einen Fußballmanager machen. Sportspiel als Hauptding und Wirtschaftssimulation als Zweitding würde dann für mich einen Fußballmanager ergeben, sozusagen. So, das bedeutet, wir haben Sound. Wir können uns noch kein Spiel leisten. Das bedeutet, ich werde jetzt die HX 1.1 herausbringen und die beinhaltet dann den besseren Sound. Das kostet mich 5000. Ein bisschen Zeit. Und die Hoffnung, dass die Engine dann irgendjemand mir abkauft, um meine Finanzen dann sozusagen ein bisschen aufzubessern. Und mein Kollege, ja, mein Kollege, was macht mein Kollege währenddessen? Das ist halt immer so die Frage. Auftrag, also jetzt momentan sind wir ein bisschen am Scheideweg, in welche Richtung es geht. Man kann auch mehrere Engines bauen, für jedes Genre sozusagen eine Engine bauen, weil man kann ja keine Wirtschaftssimulation Engine für ein Action oder wie auch immer hernehmen, das geht ja nicht. So, warum? Um Himmels Willen. Bekomme ich keine Auftragsarbeit. Und das ist eben die Flaute, von der ich spreche. Das ist, glaube ich, nur ein Zufall. Ja, es hilft nicht. Ich muss zur Bank gehen. Ah, jetzt. 17.000. Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Hey. Ah, jetzt hat jemand unsere Lizenz sozusagen erworben und hat uns 10.000 überwiesen und wir sind beteiligt an 15% des Erlöses vom Spiel, das er entwickelt. Jetzt drücken wir ihm die Daumen, dass er mit unserer Engine sozusagen vieles machen kann. Währenddessen erforschen wir die bessere Grafik, denn jetzt haben wir wieder Geld. Wir müssen unsere Engine sozusagen immer updaten, denn wenn wir eine veraltete Engine haben, dann kauft sie uns keiner ab und dann sind wir nicht gewinnbeteiligt und das ist dann so ein Teufelskreislauf, ja, der eigentlich unschön ist. Das dritte Jahr erreicht, um die Spiel bekannter zu machen, solltest du eine Marketingabteilung bauen. Marketing ist null freigeschaltet. Ja, wir sind noch nicht mal in der Lage, dass wir Spiele produzieren. Warum brauchen wir dann jetzt schon ein Marketing? Hier oben sieht man zum Beispiel die Freischaltungen, die man noch machen kann. Und es ist halt so wie ein Tutorial aufgebaut. Also man kann eigentlich nur das machen, was momentan möglich ist.
oder nötig ist, sagen wir so. Und das baut sich halt dann auf, dann kann man viel mehr bauen und machen und tun. Ja, 29.000, das wäre natürlich ein Geldsegen. So. Währenddessen wir hier Auftragsarbeiten erledigen und Sachen machen, steigern wir unsere Erfahrungspunkte. Das sieht man hier, wenn man hier auf den Avatar schaut. Das ist 0,01, also 0,1% oder 0,1 Punkt. In die Höhe geht's je blop, blop, blop. Und es ist eben die Entwicklungszeit. So. Und da sieht man es, die Gewinnbeteiligung. Und ich balle die Fäuste, weil das brauchen wir jetzt. Das folgende Spiel basiert auf meiner Engine. Der Entwickler hat dir einen Abrechnungsbeleg für die Gewinnbeteiligung geschickt. Ja, Alien Warrior hat er gemacht. Mit der HX 1.1, die wir entwickelt haben. Und unser Anteil sind 47.000. Boah, ist das cool. Jetzt haben wir 76.000 auf der hohen Kante und das ist wichtig. So. Zack. 32.000 kommen dann dazu. Jetzt geht es wieder bergauf und jetzt kann ich wieder meine Engine upgraden, damit sie weiterhin gekauft wird. Ich gebe die Grafiken dazu. Kostet mich 20.000. Nein, ich gebe nicht die Grafiken dazu, sondern das Scrolling. Wenn es gewünscht wird, 15% bei 10.000. Ja, das machen wir so. Derweil machst du das. Denn wir müssen ja dann langsam aber sicher mal schauen, was haben wir für zweites Genre. Brauchen wir das? Weiß ich nicht. Können wir dann nämlich schon überlegen, ob wir unser erstes wirtschaftliches Spiel auf den Markt bringen. Mit der HX 1.2. Das würde uns ein bisschen Geld kosten, aber vielleicht bekommen wir es wieder rein. Ist immer so ein schmaler Grat, den man einfach geht. Denn auch die Spieler-Community wird ja größer und größer. Also früher gab es ja nicht so viele Leute, die Computerspiele gespielt haben. Das muss sich ja auch erst entwickeln, sozusagen. Wir haben 90.000 Euro zur Verfügung. Ja, ich würde sagen, wir werden jetzt mal nichts weiter erforschen, sondern wir werden unser erstes Spiel sozusagen produzieren, in der Hoffnung, dass die Community schon so groß ist, dass mein Spiel plus minus null ausgeht. Konkurrenz. Vektor kenne ich nicht persönlich. Ich dachte, dass mein Avatar schneller wäre. Ja, vielleicht ein bisschen. Also der Geldregen war uns jetzt wirklich. Boah, das war jetzt wirklich knapp. Aber jetzt kommt schon wieder keine Auftragsarbeit. Also ist ein bisschen. Ja, was soll ich sagen? So. Spiel entwickeln. Das erste Spiel. Das erste Spiel ist Simultrans und da haben wir Transportwesen, Wirtschaftssimulation, Untergenre brauche ich nicht, weil ich habe kein passendes.
Wir nehmen unser HX 1.2 für die Plattform PC. Was anderes darf ich noch nicht. Und mir geht es jetzt nur ums Gameplay, nur um die Spiellänge, nur um die Funktionen, nur um die Spieltiefe. Und es ist eher mehr für Core-Gamer, würde ich jetzt mal so behaupten. So wie ich es halt gerne haben will. Und es ist nur in Deutschland. Das kostet mich 45.000 Euro. Ich kann jetzt natürlich sagen, okay, Scrolling möchte ich noch nicht dabei haben. Oder doch, oder hin und her und kreuz und quer. Ich würde mal sagen, wir lassen es jetzt mal weg oder geben wir es hinzu. Wir lassen es weg. Weil ich nicht überzeugt davon bin, dass Scrolling das Richtige ist für eine Wirtschaftssimulation. Aber dafür lassen wir den neuen Speaker drin. Kann natürlich wieder ein Flop sein, weil es einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Kann aber auch in weiterer Folge funktionieren. Was natürlich wichtig wäre, ist eine Spielintelligenz. Ja, so nebenbei soll er die Spielintelligenz forschen. Weil wir müssen, also bei so Softwarefirmen oder bei Firmen, die Spiele entwickeln, die dürfen ja nie stehen bleiben. Die müssen sich ja immer weiterentwickeln, weil Stillstand bei denen ist so wie in der Formel 1 eben, ist ein riesiger Rückschritt. Denn es gibt einfach so viele Firmen, die Spiele entwickeln, die wahrscheinlich dann schon mit der Zeit gehen. Und dann bist du schon wieder hinten an und die Fanbase ist ja auch anspruchsvoll. Also, nein, das wird der nicht schaffen. Ich muss meinen Avatar nehmen. Ich kann meinen Avatar nicht nehmen. Stopp. Der soll das schnell machen, so nebenbei, weil das Geld brauchen wir. Wir brauchen jeden Cent am Anfang. Also schaut wirklich, dass ihr jede Auftragsarbeit annehmt, die ihr zu den Fingern bekommt. In den Fingern bekommt. So. Da unterbreche ich gerne die Entwicklung des Spiels. So. Das sind übrigens Bugs, keine Viren. Und man sieht halt immer so, wie die Entwicklung momentan ist, welche Werte man zusammen bekommt. Am Anfang gingen die Spiele noch relativ schnell, weil sie wenig Funktionen haben. Aber desto mehr Funktionen sie haben, desto mehr man reinprogrammieren muss in das Spiel sozusagen, desto länger dauert das. Und dann braucht man eben Mitarbeiter wie ihr hier, der auch Wirtschaftssimulation hat, aber eine andere Spezialisierung sozusagen. Weil sonst würde eine Entwicklung des Spiels 5 Jahre dauern und dann hat man am Anfang der Entwicklung die neuesten Sachen und wenn das Spiel fertig ist, ist es schon veraltet. Und so sollte das dann am Ende auch nicht sein. Warten wir noch. Zack, Simultrans ist fertig. Simultrans veröffentlichen. Und los geht's. Du hast dein zweites Spiel veröffentlicht. Du kannst nun im Büro neue Dev-Kits kaufen, um für andere Plattformen Spiele zu entwickeln. Gerne, du hast dein zweites Spiel veröffentlicht. Um deine Spiele mehr Kunden anbieten zu können, solltest du parallel für mehrere Plattformen deine Spiele entwickeln. Zweite Plattform steht nur zur Verfügung. Jawohl. Und Simultrans im Jahre 1982 sieht noch so aus. Und wir haben 6% erreicht. Das ist doch schon mal was, oder? Auftragsarbeit, Auftragsarbeit. Ja, das sieht doch schon mal ein bisschen besser aus, wobei ich mir bei diesem Absatz auch keinen Gewinner wünschen kann oder hoffen kann, oder?
wer weiß, vielleicht starten wir noch eine Marketingkampagne. Wäre natürlich cool. Eine Plattform wurde vom Markt genommen. Und die Verkaufszahlen werden weniger. Da bin ich auch nicht dabei. Naja. Ah, die Verkaufszahlen steigen wieder. Sehr interessant. Ah, es ist immer so spannend, dann den Bällchen dazu zu sehen. Und er nimmt es von Ding. Warum? Ist doch noch super gegangen. Aber wir haben jetzt schon 240 Spiele verkauft. Aber wieder 32.000 Verlust gemacht. Ja, die Fanbase ist noch nicht groß genug, dass sich so kleine Unternehmen wie wir sozusagen über Wasser halten können mit den Spielen. Wir halten uns jetzt mal momentan noch über Wasser mit der Auftragsarbeit. Beziehungsweise mit unseren Engines oder mit unserer Engine. Also die Engines, wenn ihr euch darauf spezialisiert, sollten immer aktuell sein. So immer das Neueste vom Neuesten. Und ihr müsst eine schöne Balance finden zwischen na, was wollte ich sagen? Genau, zwischen dem Verkaufspreis einer Engine und dem prozentuellen Gewinnanteil. Ihr könnt euch ein bisschen nach den anderen richten, wenn wir hier mal auf. Na, das, ah ja, übrigens, das sind die Dev-Kits, das sind die Konsolen. Hier wäre der Atari, okay, er ist nicht lizenziert, aber man erkennt sie. Da ist der. Mir fällt er gerade nicht ein. Aha. Ach, mit dem habe ich auch schon gespielt. Ich glaube schon, dass es der ist. Von denn ich glaube, dass er ist, dass er es ist. So, Engine programmieren, Engine updaten. Jetzt schauen wir mal, was wir hinzunehmen. Entweder die Grafik, die aber für einen Wirtschaftssimulator nicht so relevant ist. Aber ich nehme es einfach mal dazu und nenne es dann 1.3. Und somit wächst unsere Engine. Und wird größer. Okay. Neue Auftragsarbeit für 14.000 ist wichtig. Darum unterbrechen wir das. Ja, ist bei ihm ist wichtig, dass er ständig irgendetwas macht, damit er sich entwickelt, damit er schneller wird. Es gibt natürlich auch Unterschiede. Also wenn er ständig in der Forschung ist, dann entwickelt er sich anders, als wie wenn er ständig hier drinnen wäre. Muss man sich halt dann irgendwie beobachten. Was kann ich noch so erklären, so nebenbei? Ja, hier sind die Immobilien, die es gibt, die Raumgrößen. Oh, Super Nintendo. Ist gerade auf den Markt gekommen und wenn man jetzt eben chronologisch oder wenn man das Spiel so real an der Realität gehalten, dann wüsste man zum Beispiel, dass man sich dieses Ding gleich erwerben sollte, wenn man Spiele entwickelt, diesen Dev-Kit, weil diese Spielekonsole sozusagen erfolgreich wird. Und beim dem, was ich spiele, weiß man es eben nicht, wie was erfolgreich wird. Also brauche ich es mir gar nicht erwerben.
So, die Entwicklung der Engine ist abgeschlossen. 31.000 habe ich am Konto. Ja. Ich warte auf Auftragsarbeit. Ach so. Engine wollte ich euch zeigen, gell? Und zwar seht ihr, die haben eine Gewinnbeteiligung von 20% oder 26%. Aber sie haben mehr Sachen drin. Der zum Beispiel, Artists 2, also hier ist der Vorgänger, hier ist der Nachfolger, hat 11 Sachen drin in der Engine. Sie ist zwar für Arcade ausgelegt, aber ist das nicht Wahnsinn? Und wir verlangen 10.000 und 15%. Und haben nicht mehr als wie der hier. So ist das dann. So, wir nehmen wieder nicht teil. Wir schauen unsere Engine. Na, wie ist das? Da ist das gegangen. Engines, das ist meine HX.3. Da habe ich einen Umsatz von 47.000. Kann ich auch sagen, okay. Ich möchte auch 20%. Sie ist ja eigentlich ja gar nicht weit weg vom neuesten Stand. Ich meine, ich werde jetzt hier die Speicherfunktion noch hinzufügen. Aber eigentlich. Jawohl, wird schon lizenziert. Das gefällt mir und wir bekommen dann 20% vom Gewinn. Ich hoffe, er macht Gewinn. Wieder Auftragsarbeit. Jawohl, 34.000. Das ist doch toll. Updaten auf 4. Ich nehme mal, was ist wichtiger? Speicherfunktion? Oder künstliche Intelligenz oder beides. Beides kann ich mir nicht leisten. Ich nehme mal die künstliche Intelligenz. Und sage hier 15.000. Ich muss es auch an den Mann bringen. Also es hilft nichts, wenn ich hier eine Engine entwickle, die ich dann verkaufe. Oder die ich dann hier halt eben nicht verkaufen kann. Und ja. Ich würde sagen, das war's auch schon wieder für dieses Video. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir werden im nächsten Teil hoffentlich durch eben meine Engine-Verkäufe, durch die Auftragsarbeit endlich unser erstes Spiel produzieren können, das auch mal eben über die Bühne geht von den Finanzen her. Das bedeutet, plus minus null aussteigt. Also wenn ich ein paar tausend Euros Gewinn mache, wäre ich auch nicht abgeneigt oder unglücklich. Und somit entlasse ich euch eigentlich aus dieser Staffel und aus dieser Serie mit einem Plus von 11.000 Euro, einer neu entwickelten Engine, einer Auftragsarbeit und ich hoffe, man sieht sich im nächsten Video wieder und wünsche eigentlich noch einen schönen Tag. Dankeschön, tschüss.